Schulter. Ein Zombie biss und noch bevor wir schalten konnten, waren sie da. Die Zombie-Horde, es ist wahr. Und recht schnell wurde es schlimmer. Schnell raus aus dem Klassenzimmer. Auf dem Dach sind wir nicht sicher. Nur zusammen sind wir sicher. Und es gibt eine Gruppe, auf die man sich verlassen kann. Ihr Vertrauen unter sich ist das, woran man sie messen kann. Auf Ray kann man sich verlassen. Sie lässt sich von Neid erblassen. Kota weiß viel über Waffen. Schießuka wird es auch schaffen. Sei Echo mutig und entschlossen. Das sind unsere Eidgenossen. Das Haus von Rieglein Segen. Die Waffen darin belegen. Unsere Überlegenheit gegen die Zombie-Horde, weswegen wir uns ernsthaft überlegen, uns ein Bad zu nehmen. Da wird man recht schnell verlegen, weil man Blick von Saeko will bis mich zerlegen. Und es gibt eine Gruppe entschlossen und Mut im Herz. Sie lassen sich nicht unterkriegen, für sie geht es stets vorwärts. Auf Ray kann man sich verlassen. Sie lässt sich von Neid erblassen. Kota weiß viel über Waffen. Shizuka wird es auch schaffen. Sei Echo mutig und entschlossen. Das sind unsere Eidgenossen. Mit dem Bambi geht es weiter. Unsere Gruppe, sie wird reicher. Lass niemandem zurück. Und mit Herz, Verstand und Glück erreichen wir Takagis Haus. Doch dann stellt es sich heraus, die Handlung geht zu Ende. Und auch wenn die Manga-Bände noch viel mehr im Vorrat hätten, so kann ich mit euch wetten, Staffel 2 wird es nicht geben. Auf Ray kann man sich verlassen. Sie lässt sich von Neid erblassen. Kota weiß viel über Waffen. Shizuka wird es auch schaffen. Sei Echo mutig und entschlossen. Das sind unsere Eidgenossen. Mit dem Bambi geht es weiter.